Hey Leute, da die Post mal wieder meine Loot-Chest verschlammt hat und erstmal wahrscheinlich zurückschickt, dauert das mit dem Loot-Chest-Video noch ein bisschen. Aber ich habe heute ein anderes kleines Unboxing für euch und First View. Vielleicht habt ihr es im Titel schon gesehen, aber egal. Es geht heute darum, was da drin ist und das erfahrt ihr nach dem Intro. Wie einige von euch vielleicht schon wissen, habe ich bisher ein iPhone 4S gehabt, war ja auch in ein, zwei meiner Videos schon drin. Und mittlerweile ist das ja schon ein bisschen älter. Also ich glaube, ich habe das jetzt so ungefähr 2 Jahre schon. Und dementsprechend guckt man sich natürlich immer mal um, was so an neuer Handytechnik am Start ist und was so aktuell ist. Und das habe ich auch gemacht. Und zufälligerweise habe ich auf einer Facebook-Seite einen Invite für das OnePlus One bekommen, das jetzt heute auch endlich ankam. Das Ganze kostet $299 bzw. Euro. Also die haben das wieder 1:1 übernommen. Und dementsprechend ist es ja, wenn man überlegt, was in der Zeit für Handys am Start sind, relativ wenig. Wenn man zum Beispiel sich ein Galaxy S5 anguckt, das kostet ungefähr mal 500, 600 Euro. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber so ungefähr, wenn man nur das Handy kauft ohne Vertrag. Und dementsprechend ist das schon recht günstig. Und es soll quasi ein Flagship-Killer sein. Also von der Hardware entspricht es fast dem Galaxy S5 beispielsweise. Und dementsprechend hat es wohl echt was drauf. Ich werde das Ganze jetzt für euch unboxen gleich, wie immer mit der Loot Chest, und danach vielleicht auch noch so ein kleines Fazit ziehen, wie es für mich als Android-Neueinsteiger aussieht mit diesem Phone, was man ja wirklich individualisieren kann dank Android. Gucken wir uns das Ganze mal an und jetzt geht's auch sofort los mit dem Unboxing. Und dann wollen wir das gute Stück auch mal direkt aus der Verpackung holen und in dieser sind 2 Kartons. Zum einen hat man hier natürlich den Charger, also das zum Aufladen an der Steckdose, der in einer schönen weiß-rotfarbenen Box gelagert ist. Und an diesen kann man das Micro-USB-Kabel anschließen, das wir später hoffentlich auch noch finden. Aber nun zum Wichtigen, dem Handykarton. Und hier hat sich OnePlus was Nettes einfallen lassen und dementsprechend kann man diesen mit einem kleinen roten Logoband aufreißen. Nette Spielerei. Nun aber endlich zum Gerät. Dies wird stilvoll und ohne große Texte einfach in dieser hübschen Box mit einer Schutzfolie geliefert. Darunter findet man dann noch logischerweise das Micro-USB-Kabel und natürlich den SIM-Kartenöffner, der in einer extra Gummierung gelagert ist, damit er nicht so leicht verloren geht. Hier muss man auf jeden Fall sagen, dass alles hochwertig verarbeitet wurde, aber sich außerdem Gedanken darum gemacht wurde, wie das Ganze nützlich ist und nicht sofort verloren geht. Nun aber zum Hauptgrund des Unboxings, dem OnePlus One. Dies liegt erstaunlich gut in der Hand und ist trotz seiner Größe von 5,5 Zoll ziemlich leicht, was man bei einem Smartphone dieses Kalibers eigentlich nicht erwarten würde. Auch die Rückseite ist dank des Sandstone Blacks leicht rau anzufassen und dadurch schön griffig. Dies gibt es allerdings bisher nur in der 64 GB Version. Alles in allem ist das Telefon an sich top verarbeitet, das muss man schon sagen. Zur Benutzung des Handys und des Android-Systems, das auf einer modifizierten Android-Version namens Cyanogen Mode läuft, kann ich noch nicht so viel sagen, da ich es ja quasi gerade erst ausgepackt habe. Im Endeffekt habe ich jetzt erstmal die Kontos eingerichtet, dann muss natürlich sein Google Mail Konto verknüpfen, dann kann man ein Cyanogen Mode Konto anlegen, mit dem man im Fall des Verlustes sein Handy tracken kann. Danach war ich dann auch schon im Hauptmenü und wurde quasi von den schier unendlichen Einstellungsmöglichkeiten erstmal komplett erschlagen, da selbst das Einblenden der Symbole gefühlte Millionen Einstellungsmöglichkeiten hat. Das kenne ich von iOS so nicht und dementsprechend werde ich da wohl auch erstmal eine Weile brauchen, bis ich mich daran gewöhnt habe und eingefuchst habe. Ich würde mal sagen, willkommen in der Welt von Android. Und ich denke, das ist ein guter Moment, um wieder vor die Kamera zu gehen. So viel zum Unboxing und das war ein erster kurzer Einblick, in dem ich einfach mal das Handy ausgepackt habe und mal die ersten Menüschritte durchgegangen bin. Ich muss sagen, als ehemaliger iOS-User bin ich natürlich mit Android erstmal im ersten Moment so ein bisschen überfordert, denn alleine was man da an Menüeinstellungen hat, da muss ich mich, glaube ich, erstmal ein paar Tage hinsetzen und so ein paar Bücher auswendig lernen, um das zu wissen. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Und auch so muss ich sagen, das Handy ist echt super verarbeitet, aber das ist schon ein ganz schöner Gigant. Ich meine, das sind 5,5 Zoll. Und wenn ich da mein altes iPhone 4S gegenhalte, hier mal als Vergleich, da ist ungefähr ein Quadratkilometer mehr. Von der Dicke seht ihr es hier auch nochmal sonst.
Aber ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was das Ding so drauf hat. Und wenn ihr wollt, dann halte ich euch auch gern auf dem Laufenden in der nächsten Zeit und mache da mal so ein paar Follow-up-Videos, wie es dann nach einer Woche aussieht, ob ich mich da mit Android schon so ein bisschen eingelebt habe und wie ich das Handy dann im alltäglichen Gebrauch finde. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr sowas gerne sehen wollen würdet. Und wenn ihr mehr solche Unboxings sehen wollt und zum Beispiel auch von der Loot Chest, was ja in nächster Zeit wiederkommen sollte, dann abonniert doch meinen Kanal hier unten und gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, wie ihr das OnePlus One findet und ob ihr denkt, dass es dem Hype, den es derzeit so ein bisschen erfährt, gerecht wird. Ansonsten könnt ihr auch gerne meine anderen Videos reinklicken, hier zum Beispiel in die letzte Ausgabe Newsview oder hier unten in ein Gamescom Trailer Special, was ich euch zusammengeschnitten habe. Ansonsten sehen wir uns spätestens Sonntag wieder zur nächsten Ausgabe Newsview und bis dann habt eine schöne Woche. Haut rein!